Das Erreichte ist noch nicht das Erreichbare. Der Zusammenhalt, das familiäre Leben, wir gestalten das auch sehr gut. Das ist eigentlich jeden Morgen die Motivation. Motiviert hat mich Spaß am Basteln. Was motiviert mich als Christ? Weil wir dieses Gebäude eben erhalten wollen. Wer das echte Mecklenburg erleben will, der sollte am besten nach Warlow bei Ludwigslust fahren. Für Dominik Jante ist das knapp 750 Jahre alte Dorf ein geliebtes Zuhause. Hier genießt der Künstler seine Ruhe und lässt sich vom Heimatgefühl für seine Werke gerne inspirieren. Sein Atelier in Warlow ist auch in einem geschichtsträchtigen Haus untergebracht. Hier in der Lindenallee 46 kam zur Welt, lebte, dichtete und starb Richard Giese. Der heute beinahe vergessene plattdeutsche Schriftsteller und Lyriker aus der Griesengegend fasziniert Dominik Jante immer noch. Ich wollte sein Gedenken auch weiter pflegen und als Maler sehe ich mich verpflichtet, auch andere Künstler weiter, auch verstorbene Künstler weiter mit zu fordern und zu fördern. Und von daher habe ich dieses Gebäude erworben und übe jetzt hier meine künstlerische Tätigkeit aus und ich bin der Heimat sehr verbunden. Das hat mich immer inspiriert, dieses Haus, wie es auch dann meinem Vorgänger wahrscheinlich inspiriert hat. Feste Freundschaften sind für den 49-jährigen Maler genauso wichtig wie das Gefühl, zu Hause zu sein. Vor vielen, vielen Jahren hat ihm der Kunstlehrer in der Grundschule die ersten Handgriffe beigebracht. Trotz einem beachtlichen Altersunterschied blieben seitdem Dominik Jante und Frank Gosen über Jahrzehnte hinweg Freunde. Mit einem Lächeln betrachten sie jetzt Bilder und Skizzen von damals. Eine Menge Erinnerungen aus der Zeit vor und nach der Wende verbindet sie und auch eine respektvolle Schüler-Meister-Beziehung. Er ist ein außergewöhnlicher Mann, der mich da auch inspiriert hat und die erste Zeit begleitet hat und hat mich eigentlich geprägt. Und ich finde das toll, dass wir heute nach so vielen Jahren auch noch eine Beziehung haben, dass wir uns auch duzen. Und er hat mich in die Welt gebracht, hat mich auch sehen gelehrt. Hauptberuflich ist Dominik Jante in Hamburg unterwegs. Der Job erfordert stetige Nachtschichten. Zeit für die Kunst und auch fürs Zuhause bleibt dabei wohl kaum. Doch wenn der Maler mal wieder in Warlow in seinen vertrauten vier Wänden sein darf, ist er von seiner Staffelei im Dachgeschoss kaum wegzubekommen. Allein in den letzten 10 Jahren sind weit über 200 Bilder entstanden. Immer mehr Interessenten möchten diese auch zu Hause haben. Neben den Originalgemälden verkauft Dominik Jante Reproduktionen seiner Werke und nimmt auch Aufträge gerne entgegen. Unter anderem sind es liebevolle Porträts von Häusern. Wir wohnen in einem wunderschönen Dorf mit alten Linden und das hat mich eigentlich geprägt. Und es gibt Leute, die meinen, vielleicht ist es ein bisschen altbacken, was ich mache. Aber ich liebe meine Heimat, ich liebe dieses Land und ich kann gar nichts anderes machen. Den Namen Dominik Jante hat man sich in der Griesengegend bereits gemerkt. Immer öfter kommt es zu neuen Ausstellungen. Die nächste findet am 13. September statt. Im Forstamt Jasnitz können dann alle Interessenten seine Bilder wieder betrachten. Wer aber Dominik Jante auch persönlich kennenlernen will, wird bei ihm zu Hause in der kleinen Galerie immer freitagnachmittags aufs Herzlichste willkommen geheißen. Ich hab sicherlich viele Jahre als freier Maler in meinem kleinen Stübchen da oben habe ich vor mich hingemalt und das waren dann irgendwann so viele Bilder, dass meine Frau dann auch gesagt hat, so jetzt müssen wir mal was machen und dann kamen die ersten Ausstellungen auch und ich habe das große Glück gehabt, dann auch einige von den Bildern verkaufen zu können. Das Andenken an den plattdeutschen Heimatdichter Richard Giese pflegen Dominik Jante und sein Freund und Lehrer Frank Gosen immer noch gerne. Vielleicht könnte es sogar irgendwann einmal etwas mit einem kleinen Museum werden. Doch schon jetzt kann jeder, der das echte Mecklenburg erleben will, gleich nach Warlow bei Ludwigslust reisen. Dort fühlt man sich richtig angekommen. Das Erreichte ist noch nicht das Erreichbare.
Der Zusammenhalt, das familiäre Leben, wir gestalten das auch sehr gut. Das ist eigentlich jeden Morgen die Motivation. Motiviert hat mich Spaß am Basteln. Was motiviert mich als Christ, weil wir dieses Gebäude eben erhalten wollen.